Yeah, Buddy! Was geht, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen zu einem neuen Community gegen den Rest der Welt. Und wir sind mal wieder zwei Verrückte gemeinsam in der Top-Lane unterwegs. Hallo, Gilly! Opa Gundam Style! Hallöchen, ihr Lieben! Ja, wir spielen zwei Models! Ich hab nicht geschafft! Tschüssi! Shit, und dabei muss ich meine Tower stellen. Nice. Ja, wir spielen zwei Yordles auf der Top-Lane. Ich spiele Teemo. Und der Povrot spielt den guten, verrückten Professor Heimerdinger. Heimerdinger unterwegs. So, das heißt, wir haben Yordle-Power. Ey, stell dich in den vorderen Busch. Hier unsichtbar rein. Ich hoffe, es ist nicht so. Teemo kann unsichtbar stehen. Teemo stellt sich jetzt in den vorderen Busch, unsichtbar. Ganz ich baue hier meine drei Tower auf. Sobald der gegnerische... Wen haben wir denn da? Aatrox ohne Flash. Nice. Er hat keinen Flash. Aber dafür haben die einen sehr guten Early Jungler, ne? Also. Du kannst dich sogar noch weiter hinstellen, dann. Ja, ich weiß. Ich kann mich doch jetzt die ganze Zeit bewegen. Ach so, ja, stimmt. Das war ja irgendwann new, ne? Yep. Oh, da ist er. Nein, aber mach nix. Hallo. Lass ihn schön chillimilli. Komm, zerstör meinen Tower, Junge. Oh, vor allem, guck mal bitte, was ich für eine Messung mitgenommen habe. Ich habe Exhaust mit. Was eigentlich ganz nice ist gegen ihn, ja. Aber eigentlich wollte ich Ignite mitnehmen. Aber eigentlich ist es schon lustig, weil er kann, ich lass ihn mal pushen, Alter, weil er jetzt ein bisschen hier, komm. Oh, komm, Aatrox, ey, wieso hat er so viel Angst? Hallo? Ich bin Heimerdinger, ich bin schwach. Vor allem denken die, dass ich Support bin, ne? Das ist auch witzig. Yes, jetzt rein! Er hat kein Flash! Komm schon! Kommst du ran? Ich bin zu langsam, zu viele Menschen. Kannst du flashen und exhausten? Nein, kannst du nicht! Scheiße! Der typische Double-Top-Fail, Alter. Ja, ich bin nicht egal, dann komm, jetzt pushen wir, Alter. Wir reißen meine jetzt seinen Tower. Meine Auto-Attack-Range ist zu. Komm, Alter, was hat er geschrieben? Hau, 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 ich bin der Weihnachtsmann, schreibt der Aatrox. Ich glaube, die kennen dich. Lol. Nice! Es macht trotzdem Laune. Ich schade, dass das am Anfang nicht geklappt hat. Aber es wird trotzdem klappen. Easy peasy. Wir müssen jetzt einfach so schnell wie möglich den Tower einreißen. Du hast die Range. Und ich habe die kleinen Towerline. Bumm. Das Gute ist, meine Tower stehen auch, falls der Jungler kommt. Da sind wir schon ganz safe. So, einfach weiter pushen. User in your channel timed out. Was? Du bist raus, Gilly? Gilly, wo bist du? Ey, was ist los mit Gilbert? Schreibt er mir gleich was? Oder bin ich raus? Schön ärgert. Guck mal, jetzt will er was schreiben. Jetzt will der Julie was schreiben. Was schreibt er? Schreibt er nichts? Oder hat er jetzt komplett ein DC? Alter, Hauptsache, ich bin aus dem TS geflogen. Ich rede und rede. Was ist denn hier los? Ich dachte so, Tomek, willst du nicht reden? Junge, es war so unlustig, Alter. Alleine ist unlustig. Ja, ich so, ist besser. Es ist immer so total die Ruhe. Ich so, was ist da los? Ja, ich muss... auf meinen Desktop. Ich habe einen Fehlerreport von TS-Book gehabt. So, hey, du darfst nicht mehr reden mit dir. Keine Ahnung, ey. Weil ich so, Tomek, willst du nicht reden? Ich musste halt die ganzen Lücken gerade füllen, musste die ganze Zeit quasseln. Aber das ja, kann ich gut. Ich habe auch die ganze Zeit gequatscht, wie so geklappt. Da denke ich mir so, Herr Tom, er redet nicht, okay, vielleicht ist er gerade, keine Ahnung, er kann vielleicht gerade nicht. Genau, schön den Tower schnetzeln. Hallo Aatrox, hast du nicht vor, das zu deffen? Holy moly, holy moly, holy. Oh, mein Thunderlord ist doch geprockt. Ja, Mann, es ist so ein Fail, wenn er reinspringt, das darf er gar nicht machen, ey. Ja, das Gute ist, er hat halt mega Sustain eigentlich, ne? Das darf man auch nicht unterschätzen, aber... Ja, aber wenn er nicht zum Farm kommt, kommt er auch nicht zum Sustain. Hä? Was soll denn das, Alter? Der ist doch gleich weg, Alter. So, wenn er dich jetzt nochmal... Was? Oh! Alter, yo, Alter! Was mein Gift noch drauf war! Du bist aber mutig, mein Freund! Halleluja! Alter, bist du mutig! Ich bite ihn jetzt! Junge, du bist Teemo, nicht Rambo! Er wird gleich auf mich drauf gehen, guck. Ja, jetzt ist er dafür tot, aber. Lol, du bist Tony. Guck mal, er hat kein Ding. Er kann doch gar nicht raus.
Was hat er weggenommen? Wie? Ja, Ignite. Er hat kein Ignite mehr, also gönn dir hart. Ja, das Schlimme ist, ich habe keine Mana, Alter. Was soll doch jetzt? Vor allem gönn dir hart. So, er ist tot. Er muss tot sein, yes. Gut, und ich krieg keinen Support mehr, was? Mann! Ich hol mir erstmal Schüchen, Alter. Schüchen sind nice und ein bisschen Leben. Ach so, ja stimmt, jetzt hat er Ignite, jetzt hat er gleich TP, wird er einsetzen, dann ist er direkt wieder in der Lane. Egal, Alter, wir machen das schon ganz gut, Baby. Vor allem, wir haben mehr Farm. Wir haben gemeinsam zusammen haben wir 36 Farm, er hat 17. Nice. So, ich hol mal. Ich war so richtig greedy, ich denk mir so, komm, ich bite ihn. Ja, aber ich hab vergessen, dass er Ignite hat, ne? So, ich bin auch direkt wieder dran hier. Dafür habe ich TP. Und er geht weiter auf Damage? Ja, es ist gefährlich, das stimmt. So, ich habe mir jetzt den Large Rod geholt. Das Geile ist, er hat ja jetzt keine Passive mehr, Alter. Hopp, hopp. Aatrox, hallo! Boom, guck mal. Und gegen diese drei Tower kann er nicht. Oh, jetzt habe ich meine Ulti. Und du kannst gleich die schönen Pilzchen setzen. Ja, ich bin noch Level 4, also bei mir dauert es noch ein bisschen. Ja, passt. Aber wenn ich Pilze setze, dann sind wir auch ungankbar eigentlich, ne? Und wir haben auch gleich den Tower, das passt schon. Jetzt brauch aber nicht versuchen, dich anzuspringen, Alter, dann steh. Wow! Komm, kill ihn! Oha! Oh shit, das hat nicht gereicht! Ich hab nicht genug AP, ne? Das ist mein Problem. Alter, das war aber mega close, ne? Wie viel Leben hat der Aatrox überlebt? Keine Ahnung, 3 oder so, ich weiß nicht. Ah, da ist er, fuck! Hätte ich meine Ulti direkt gezündet, wäre er tot gewesen, aber ich wollte mir die eigentlich noch kurz aufheben. Wukong will es auch nochmal wissen. Ja, Wukong ist auch noch da, also wir müssen ein bisschen. Egal, ich hab 2 Tage. Hast du Flash im Notfall? Nee, ne? Nee, ist nicht ab, aber guck mal da, wer da ist. Ja, ich muss. So, ich stelle hier nochmal einen Tower. Komm, Wukong, komm! Komm hier rein, das ist genau richtig! Komm in meinen Tower, das passt schon. Hier habe ich nochmal 2. Das passt schon. Nee, in so vielen Towern können die nicht fighten. Niemals, niemals. Niemals, auf gar keinen Fall. So, ich stehe hier nochmal ein. Ich hab noch ein Ward over, also ich werde mal hier unten bohren. Nicht, dass er gleich doch noch hier unten dann kommt. Aber ich glaube, guck mal, er kämpft einfach im Tower. Und ich bin gleich... Level 6 und dann können sie eh nichts komm, machen. Komm, Thunderlords! Yes! Boom! Nice! Weil sobald die Shrooms da sind. Oh, Fail! Scheiße! Ich hab ihn nicht erwischt! Aber guck, mein Gift hat noch geprockt. Nice. Ey, jetzt hab ich. Ich hab Raketen. Wir haben jetzt den Tower. Komm, wir haben jetzt den Tower, ey. Wo ist Wukong? Der muss auf jeden Fall weg. Hallo, Aatrox! Die kleinen Pusher sind unterwegs! Jordel Push Power! Klingt ein bisschen komisch, oder? Jordel Push Power, Alter. Aber so nenne ich, glaube ich, das Video. Das klingt nach einem afrikanischen Stamm. Die Jordel Push Power. Aber ich glaube, so nenne ich das Video, Alter. Jordel Push Power. Ja, na komm, nice. Aatrox. Komm schon, geh rein, kleiner Boy. Du bist immer noch Timo, nicht Rambo. Egal, Winter Aatrox, klein Boy, Alter. Ich glaube, ich krieg eine Krise. Egal, komm, wir haben schon 2 Tower gleich. Ey, das ist so geil, guck mal, boom. Oh, jetzt sind sie alle. Lol, jetzt kommen sie alle. So viel Schiss, ihr Kleinen. Komm schon, jemand muss in meinen Schrum laufen. Oha, hier wäre nicht schlecht. Ey, komm, wenn die hier... Er läuft nicht in meinen Shroom, was macht er da? Doch! Oh. Kill ihn bitte, dann hab ich einen Shroom. Alter, ich bin am überlegen. Warte raus. Ja, egal, komm. Einfach weiter pushen. Push Power. Nice, ich krieg Support für nichts tun. Lol. Und Zed kommt echt von hinten. Aber keine Kills geben, Bro. Keine Kills geben. Oh, er hat wieder seine Passive. Müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Aber guck mal, ey, das ist so geil mit Heimi und Timo. Du stehst Pilze. Stell mal irgendeinen Pilz, genau, bei mir auch hin. Okay, das passt, ja. Oh, komm ran, TF. Ich hab keine Angst. Ah, der geht runter, okay. Tristana muss natürlich deshalb alleine klarkommen, das ist klar. Ja, das wird schon. Wie steht sie denn? 0-0, also sie hat ja, passt, das ist perfekt. Junge, von mir aus sollen sie mich grapschen. Komm, grapsch mich, genau. Bumm! Das Geile Nein! Ist, ich, kann ihm ich hatte zu wenig Mana für meinen Stun! Ich kann ihm ja auch Auto-Attacks verwehren einfach, ne? Das ist so nice.
Oh, ich hatte zu wenig Mana für meinen Stunner. Die hätten wir beide gehabt, sag ich dir. Boom. Ey, Mann. Hier steht ein Pilz, da stehen zwei Tower. Was geht ab? Ey, und Shaco, guck mal. Und Shaco tanzt die ganze Zeit auch noch mit uns hier rum. Ist das sexy? Oder er weiß, dass er gesehen wird? Oh oh. Oh oh. Gefährlich, Shaco. Oh, come on, Shaco. Come on. Das kann doch nicht wahr sein. Uff, sorry. Passiert. Ey, Junge, die kommen nicht gegen klar. Und nochmal ein paar Rockets ins Gesicht. Boom. Aua. Ich will mich eigentlich noch ein bisschen absichern und genau, hier noch irgendwie ein paar Pilze stellen. Ey, das ist so geil. Das ist so geil. Guck dir das an. Ja, komm, geh rein, komm schon. Rambo wartet nur. Rambo wartet Junge, nur, ey, so einen Riesenspaß hatte ich echt lange nicht mehr. Boom. Ich bin unsichtbar, ich bin gar nicht mehr da. Du kleiner Tricky, du. Faltet ruhig, ich bin gar nicht da. Aua, also dann macht aber Damage. Das Ding ist, geh mal ganz. Ich weiß nicht, willst du zurück oder nicht? Ich hab nämlich ja, TP. Ja, ich nicht. Aber ich hab jetzt auf jeden Fall schon mal meinen Haunting Geist, das ist nice. Oh ja, oh ja. Damit es aber noch ein bisschen mehr der Damage macht. Und ich nehme noch mal ein Pinkboard mit. Komm, weil ich mal so sozial bin, nehme ich ein Peaky mit. Ich porte mich an deinen Dings ran. An deinen Pilzi. Ja, ich mach mich so langsam auf den Weg. Ah, okay. Boom! Junge, da ist so. Oh mein Gott! Er ist nicht wirklich reingegangen, Aatrox. Er ist nicht. Guck mal, guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Da ist noch einer, ja! Nein, er hat mich bekommen! Ja! Oh shit! Da hätte ich flashen können, aber. Nice, aber durch den Tower. Oh, da hätte ich hätte flashen können, aber ich hätte gedacht, vielleicht reicht der Damage nicht. Ich bin ja auch todes Squishy so. Aber ich habe ein bisschen Rüstung, ey, durch Seekers. Hm. Also, aber ich habe einen Support bekommen, alles easy. Alles gut. Ja, yeah, Mann, durch die Shrooms. Alles easy peasy, girl. Alles easy. So, wie steht's denn jetzt hier? 2-1, 0-1. Aber ganz ehrlich, ne? Der Aatrox macht das gut, er steht 4-0. Mm. Hast du das mal gesehen? 4-2, bitte. 4-2, er ist zweimal gestorben. Okay, sorry, okay. Oh, ich komme jetzt noch einen Red Buff. Oh, schade. Nicht schlecht versucht von Trissy. Das Ding ist, ja, wir gehen dann bei. Genau, du kriegst Red Buff? Oh, das ist sexy. Jetzt bloß nicht sterben. Vorsicht gegen ihn. Das kann war er da oben? Er hat kein Ward, deshalb hat er da rein. Vorsicht. Easy peasy. Schon mal die Lane holen. Oh yeah. Okay, der ist auch hier oben. Aber er rettet erstmal durch ein paar Schuss, ja, bevor er irgendwas machen kann. Nice, jetzt pushen wir einfach wieder. Ich würde gerne hier einfach ein Ward stellen. Ja, nice, ich habe auch ein Vision Ward gleich dabei. Hä, was macht Wukong hier? Hallo du. Er taggt sich das Camp, er taggt sich hier. So, lass mal hier wieder eine schöne Wand der Zerstörung aufbauen. Boom! Ja, er kriegt ja erstmal halbe Leben erstmal verloren, der Freund, ey. Na geil, dass du Red Buff hast, Alter. Versuch immer wieder, ja, wenn es geht, ein Auto-Attack auf ihn, das wäre sexy. Sexy, Motherfucker! Guck mal, sogar der Rapper bremst sogar am Tower, wie nice. Das ist krass, ey. So, hier steht ein Tower, zwar nicht, hinten das Tower steht ein Tower. Können, aber hey. Okay, den nehme ich weg, Alter. Der Trash ist wieder da. Oh, und guck mal, wer da kommt. Oh, die sind alle da. Oh, Ulti, meine Ulti. Komm schon. Noch ein Tower. Komm schon. Schaff ich's? Ich glaube nicht, ich bin weg. Oh nein, schade, dass nicht Aatrox in deinen Pilz gelaufen ist. Sorry, Bro, sorry. Einfach nur komm, sorry. Tristana, komm, push jetzt. Das muss das Team natürlich ausnutzen dann. Push it to the limit. Jetzt habe ich Stundenglas, Alter. Jetzt wird es schon mal eine Ecke besser auf jeden Fall. Wow, ich habe jetzt gerade mal meine Magie-Durchdringungsboots. Das ist natürlich auf Team essentiell. Ja, das Geile ist halt, mit Stundenglas kann ich meinen Tower setzen. Und wenn... Ja, nice, er hat den Tower bekommen. Ja, er steht 2-0 für uns in Towern, das ist nice. Wobei Shaco könnte eigentlich Easy Dragon machen, sehe ich jetzt gerade, oder? Ja, eigentlich schon. Ich überlege gerade, soll ich mal runtergehen, helfen, aber. Na, vor allem, wenn zwei Leute bei uns sind, dann müssen wir eigentlich zu dritt Easy Drake machen können. Wir pushen gleich top.
Ja, wir pushen einfach weiter. Really? Oh, Shaco! Care, Bro. Care, Bro. Care, Bro. Take care. Nice. Ich hab wieder zwei Dinger hier. Oh, 8 Fox Bot. Ja, das heißt pushy. Absolut. Lol, dieser Aatrox, ey, das kann doch nicht sein. Wir spielen Double Top und der rockt schon wieder übelst, ey. Das ist doch immer so. Ja, ist mir nie aufgefallen. Ja, Mann, ey. So, egal. Die müssen das irgendwie hinkriegen. Hallo, wir pushen hier einfach. Das ist nicht mein Game. Meinst du aber schon? Die machen jetzt Drake, ne? Ja, sollen sie machen. Da können wir jetzt auch nicht hin. Wir müssen jetzt. Ah, hier ist schon mal TF, okay. Boom! Und das gibt hier gerade runter. Und er kann wieder weg. Ah, die haben Drake nicht gemacht. Nice. Warum schnell Tower pushen hier? Gut, wenn wir den haben, gehen also wir. Die tänzeln da aber noch rum, ne? Am Drake. Die tänzeln. Jetzt haben sie ihn gemacht. Nice, jetzt haben wir den. Jetzt können wir die Mitte mal pushen. Das klingt nach einem guten Einwand, Kollege. Die Mitte wollen auch mal ein bisschen hier. Paar Schroms. Weil die wollen dann gleich deinen Oracle killen, weißt du? Ich hab da nicht Hühn reingestellt. Ich finde das so krass, ne? Wie viel Leben deine Tower einfach haben, ne? Echt? Oh, jetzt haben sie es gerafft, oder was? Ey. Oh fuck, ich bin so gut wie Uhm. Ich muss mir mal den Blue Buff holen. Ey, der war für mich reserviert, Kollege. Echt? Ja, ich hab schon geschrieben, den nächsten. Wann kann ich mir schon umstellen, weißt du? Ja, dann hol ihn dir. Hauptsache, ey, der war für mich bestimmt, Kollege. Passt schon. Ich porte mich weg. Und dann kann ich mir die Magiedurchdringungsschuhe holen. Ja, die habe ich ja schon zum Glück, aber ich muss jetzt auch noch. Ich könnte mir jetzt einen großen Stab gönnen und ich glaube, das mache ich auch. Ja, wann kriegt man mal das Geld zusammen, ey? Also, wir gönnen uns jetzt einen großen Stab, weil dann gehen wir auf Ludens und dann tut es auch nochmal richtig weh, ne? Ja, Mann. Ey, das Geile wäre, wenn unser Team auch irgendwie es schaffen würde, weiß nicht, zu dritt irgendwie ein bisschen was zu reißen. Zed sollte vielleicht. Wir sollten jetzt einfach versuchen, die Mitte zu pushen, Kollegen. Ja, oder ich sage, Zed soll mal Bot mit Tristana pushen. Wir beide machen das schon. Ja, ja, natürlich. Wir haben es auch in der Top-Lane gemacht. Ich stehe zwar, also du stehst 2-2, ich stehe 0-1-2. Oh, die haben Herald gemacht. Wow, das heißt... Ja, aber es passt schon. Guck mal, jetzt reiße ich schon wieder hier den nächsten Tower ein. Ja, das moin, passt nice. Schon, das passt schon. Das Problem ist, wenn alle jetzt mit uns groupen, dann kommen auch alle Gegner zu uns. Und eigentlich soll das jetzt hier so eine geile Split-Taktik werden. Egal, wir kriegen den Tower, so oder so. Das ist gut. Ich tue mir die Wege hier zu und wir müssen vielleicht... Ich gehe mal auf die Top-Lane, bitte auf die Bot-Lane. Ich glaube, ich gehe da mal helfen. Was hat denn die Vayne? Oh, die Vayne ist auch gar nicht so dicke. Du bist alleine da jetzt, ne? Ja, das gefällt mir gar nicht. Genau, killt die Vayne und dann pusht er einfach. Genau, pusht ihr da einfach dann. Ich habe mein Stundenglas nicht rausbekommen. So, ihr habt aber einen getötet, ne? Dann könnt ihr doch direkt pushen, ich oder? Ich habe zwei getötet, ja, aber die wollen. Wieso geht Zed back? Wieso geht Zed back? Du hast volle Leben, Bro. Tristana. Ich schreib's mal kurz. Wenn ihr wen killt, dann pusht die Lane Bros. Genau, da kriegt ihr nämlich direkt noch einen Tower. Das ist so ein geiler Pusher, das ist doch so mega nice. Guck mal, wenn jetzt Zed noch dabei gewesen wäre, der wäre schon längst weg. Der wäre schon längst weg hier. So, da komme ich jetzt aber dazu hier. Das passt schon. Genau. Genau. Oh, sexy. Schon ziemlich sexy, was du da machst. Ich bin aber tot. Aber. Oh. Ja, sie ist am Gift gestorben. Easy, Alter. Deswegen unterschätzt nie ein Auto-Attack in Teemo. Ist das immer wieder.
Niemals ein Auto-Attack in Timo. Unterschätzen. Niemals, Kinder. Niemals. So, hier kommt Zed. Okay. Ashako zum Beispiel als Splitpusher, der müsste jetzt in die Mitte oder so. Da müsste man jetzt richtig schnell rotieren. Das würde geil funktionieren. Die Frage ist jetzt an mich, ne? Baue ich jetzt lieber Liantrix schnell aus, weil es ja noch ein bisschen mehr Penetration gibt? Wie bitte? Baue ich jetzt Liantrix aus oder gehe ich weiter auf Echos? Ja, ist eigentlich ganz gut, ja. Aber ich glaube, ich baue Liantrix aus, weil ich dann mehr Armor-Pen habe. Ja, doch, doch. Okay, komm, ich warte noch 10 Gold. 15, 20, 10, 10, jetzt noch 10. Und dann habe ich meinen Liantrix und dann tut es einfach noch mehr weh, ne? Und danach, ich werde danach auf Loons gehen und danach sogar ein bisschen tanky gehen, und zwar indem ich mir einen Realize noch hole, wenn es überhaupt noch so weit kommt. Das klingt nach einem Plan. Ja, Mann, und dann mache ich Damage. Vielleicht sogar noch ein Nashos, weil das so, ist auch so, Shaco macht das jetzt genau richtig. Der soll jetzt top gehen, wenn wir Bot sind. Und andersrum natürlich. Immer schön in der entgegengesetzten Lane. Kommst du weg? Oh, Zed ist da. Was hat Zed eigentlich für Stats? 4-2, okay, eigentlich ganz nice. Alter, ein Shroom hat gerade einfach mal der Vayne, ich glaube, 20% abgezogen oder so. Du bist tot, ne? Lass uns mal wieder zusammen gehen, das ist immer jetzt besser. Der Heal ist raus und Exhaust ist raus. Heal und Exhaust ist raus. Oh, nice, ja. Also, ne, die hat alles rausgeklappt. Lass uns mal schön zusammen gehen hier. Ja. Shaco macht top, wir machen Bot, das passt schon. Er hat halt keine Vision, wir haben halt allgemein wenig Vision, wie ich. Wieso werde ich zurückgepinkt? Tristana, bleib einfach da, Baby. Was mache ich gegen diese Vision-Probleme? Wir haben fast gar keine Vision, ich möchte nicht immer Pinkboard kaufen. Aber ich nehme Nice, Zed, du hast ihn. Was? Zed hatte seine... Hallo, Zed. Pass auf, hier hinten kommt auch noch jemand, ne? Wir sollten vielleicht jetzt hier... Alter, ich hab den Edge zum Drake, ab zum Drake. Wir fast Drake alleine Maß genommen, ey. Die Vayne steht 2-3. Okay. Ah, Julie, ich brauch dich gleich hier. Ja, weil jemand auf den 100% verlasst ist, auf jeden Fall. Ja, ja, ich bin gleich da, Kollege. Ja, ist gut. So, den Drake kriegen wir. Ich muss hier. Stell mal einen Pilz hier. Oh! Stellst du mal hier einen Pilz irgendwo? Auf dem Weg? Nice. So, guck mal, komm, easy lass uns, going. Lass uns, wieso ist Shaco schon wieder Bot? Der sollte doch top gehen. Wahrscheinlich um den Drake ein bisschen mit zu securen, aber. Braucht er nicht. Wir machen das schon. Der soll einfach in der entgegengesetzten Lane schön Split pushen. Du bist bei mir. Also wenn wir hier zu dritt sind, das reicht locker. Wo lässt er sich catchen, Junge? Okay, egal, den haben wir. Dafür wird der Trash bestraft, Alter. Keiner fässt die Community an. So ist verstanden? Es. So und nicht anders. Yeah, einer für alle. Alle für einen. Ja, Mann. Ab geht die Luzi. Dieses Gepusche. Ja, guck mal, Shaco hat in der Zeit. Shaco hätte in der Zeit schon längst Toplane weiter pushen können. Da steht 3-1. Der ist auch nicht so dick. Ich würde gerne Auto-Attack auf ihn probieren und gucken, wie viel er abzieht. Mit meinem Damage. Oh! Passt, Wukong ist tot. Hier steht mein Tower. Komm, renn rein. Schade, ey. Hätte ich mehr Mana gehabt, hätte ich Wukong getötet. Ja, ich bin leider auch mega oben, ey. So, Shaco ist jetzt. Nein! Nice! Nein! Tevo, op! oh shit. Oh, wohin? Ja, wenn wir zusammenbleiben, wird er sich nicht trauen. So, ich geh mal kurz zurück, ich hab TP. Ja, ich geh auch mal weg. Guck mal, wie perfekt. Shaco kann da einfach frei pushen. Wir gehen jetzt einfach wieder in die Botlane. Easy. Das klingt nach einem Plan, Kollege. Das ist ein Plan. Okay. So. Und ab geht's wieder. Alter, geile was Skins unterwegs, geil, ne? Was hast du eigentlich für einen geilen Skin da, ey? Tja, ich weiß gar nicht. Das ist irgendein kontaminierter Heimerdinger. Kontaminiert. Komm mir nicht zu nah. Ich bin ein Astronaut, ja. Ich darf nicht krank werden.
Mit deiner Kontinimation, wie die Scheiße auch halt in Mehrzahl. Oh, guck mal die Wellen, guck mal die Wellen. Lol, und? Nice, ah, komm. Nee, ne? Nee, oh. Ne? Egal, wir pushen weiter, das passt schon. Yordle Push Power! Ja, Mann, Yordle Push Power! Obwohl es ein bisschen klingt wie Yordle Push Power, ich wiederhole es immer wieder. Gerade mit Tristana ist es die totale Yordle Push Power. Ja, stimmt! Oder werden wir noch ein Yordle mehr wien, als ist das denn bitte? So, Shaco soll jetzt einfach wieder Toppi gehen. Toppi Mitte. Was er mag. Nice, diese Pilze, ich find's, ey, die sind so übertrieben. So, er wird jetzt hier reinlaufen. Nein, komm, Wukong, lauf rein. Nein. Auch nicht, oh, aber er da oben, oder? Auch nicht, wir laufen, guck mal, die wissen genau, dass da welche sind, was? Aber TF, aber TF. Ja, Idiot. So, stell mal auch ein bisschen so an meinen Türmen vielleicht, oder so. Nice, genau. Nehmen wir mal hier so einen Trank. Ah, oh, guck mal, Aatrox, du Trottel. Er hat davon nichts gewusst. Und schon. Na komm. Ich will mal ein Wort stellen. Ich hab keinen Bock, dass die Vayne gleich unsichtbar geht. Und das stimmt. Mein Wort ist weg. Nice! Und? Und? Na komm, meine Ulti steht. Da trauen sie sich schon nicht. Da trauen sie sich schon nicht. Hier wird gepushert. Das Ding ist. Der, wie heißt es noch hier auf der Seite gewesen, ne? Okay, er ist weg. Ah, nice, guck mal, Shaco hat so freie Fahrt. Komm, einfach weiter pushen. Die können damit nicht umgehen. Die können damit nicht umgehen. Ja, mehr als Steffen geht auch nicht, ne? Oh, ich würde mir halt wünschen, dass der Zed einmal irgendwie mal so einen Carry wegfetzt ein. Oh! Und? Oh, reicht das? Er ist tot, oder? Please! Nee, mein Gift ist noch nicht. Oh, das war so herrlich. Aber guck mal, auch Zed, sofort Ultin, zack, da wäre schon mal einer weg. Eigentlich wärst du, wir hätten das schon längst gewonnen. Holy, ich hab schon ein Glas. Komm schon, meine Tower schießen. Guck mal, meine Tower. Ey, wo ist Zed? Er hat seine Ulti, please. Zed. Come on. Zed, alle schwach. Der hätte da so... Alter, das kann... Ein Zed kann locker eigentlich jeden Carry, sogar wenn er volle Leben hat, shredden. Shredden? Ist das Meister Shredder? Oh nein, jetzt hat er genau geultet, wo die Cooldowns hat. Aber es... Guck mal, jetzt macht das auf einmal. Good nice. Job, Bro. Good job. Genau so muss er es doch machen. Und weiter pushen. Ganz genau. Ich wundere mich nur, dass Shaco schon wieder zu uns kommt. Aber, weil das Problem ist, so wird er die Gegner nicht ablenken. Egal, ich bin wieder da. Die Push-Technik funktioniert auf jeden Fall. Ey. Ja, mega gut, vor allem. Die können nichts machen. Guck, oh, guck dir das an! Ah, das ist das erste Game vom Zed. Alles gut. Ja, meins auch. Meins auch, ja. Stimmt. Lol. Oh mein Gott, oh mein Gott, meine Ulti, sie ist einfach da. Nein! Ah, ich konnte nicht mehr tänzeln, es ging nicht mehr. Ich hatte die ganze Zeit getänzelt mit drei. Oh, schade, so. Schade. Er ist tot, er wird tot sein. Diese Shrooms. Ah. Guck mal, da ist auch noch einer, da ist auch noch einer, komm schon. Wo? Komm schon, da. Ach so! Oh Mann, oh, geht doch rein, Kinders, geht doch rein! Was soll denn das? Eigentlich glaube ich, es reicht, wenn wir sogar zu zweit in. Wobei, es ist schon gut, wenn wir auch alle zusammen sind, ein bisschen. Aber das Geile ist, die Gegner haben gar keine Lösung dagegen. Wenn sie wissen, ja, was sollen sie auch machen, Alter? Das sind zu viele Objectives auf einmal mit den Pilzen, mit den Towern, die da rumstehen. Ja, das ist viel zu viel. Das ist eine sehr gute Kombination. Ich glaube, geil wäre noch so ein AP Maokai oder so, der seine Sepplinge wirft und die laufen einfach den Gegnern hinterher. So, dann holen wir uns jetzt Drake und Bot Inhib. Genau so ist es. Und danach könnten wir rein theoretisch
relativ zackig. Nur mal die Mitte ein bisschen weiter einbrüchen, weil guck mal, wie die Mitte aussieht. Ja, da fehlt uns auch noch ein Tower vor allen Dingen. Och, da fehlt uns noch ein Tower. Ey, ich weiß gar nicht, das klingt gerade alles so easy. Hier sind relativ wenig Kills gefallen. Oh, die Tristana ist am Moja. Nein, ah nein, sie kann ja, wieso jumpen. Ist sie da auch alleine unterwegs, ne? Frage ich mich. Bumm! Ja, komm, Zed, hast du. Nice, jetzt macht er alles richtig. Und so, kommt Inip. Inip, Leute, zwei sind tot. Das ist ja ein leichtes Spiel. So leicht war es noch nie. Oh, lol. Come on. So. Hier ist irgendwo noch ein. Weiß nicht, wo er ist, aber hier ist irgendwo noch ein. Ah, da oben ist aber auch der A-Trump, alles klar. Ich schau mal Minions für die Mitte. Komm schon! Oh, wir. Oh! Hast du das gesehen? Wie der Aatrox sich heilt. Der ist ein Freak. Ja, das ist halt ein Aatrox, ne? Vor allem mit Rageblade, ja. Das ist auch so fucking strong. Ach, der hat sogar das Rageblade. Ach was. Interessant. Finde ich sehr interessant auf Aatrox. Gut, für mich. Ich hab das auch mal. Ich hab doch auch mal Aatrox im Jungle gespielt. Mit Devora, Rageblade und Schlag mich tot. Ey, das ist so strong. Ich mag das ist richtig, richtig übelst, strong. Ja. Weil man kann mit ihm einfach jahrelang im Jungle bleiben, das juckt einfach keinen. So, jetzt gehen wir in die Mitte oder was? Ja, ne? LOL, da kommt der kleine Titolicious. Ja, und ich mache inzwischen jetzt auch Damage, das tut auch weh, was ich tue. Ich tue inzwischen auch Damage, das tut weh, was ich tue. Guck mal, ha, Shroom, guck mal. Das war ein Pilz oder was? Ja, und guck mal, da ist der Zweite, wow, der ist tot. Den hast du? Ah ne, es ist eine Puppi. Oh nein. Ach, was hat er das Close überlebt? Mann, oh. Da habe ich aber auch so dumm, ich hätte direkt auf die, wie heißt das, gehen sollen. Direkt auf die, aber da ist da noch ein Shroom, ist da noch ein Shroom, der mich supportet. Komm schon! Nice. Nice, erstmal die Ulti abgebrochen. Jawoll! Und jawoll! Yes! Aber da ist unsere Botlane jetzt am Moja, ne? Richtig schön gemausert. Ihr müsst die Mitte pushen auf jeden Fall. Natürlich, Alter. Dieses Game hier geht's nur ums Pushen. Push it to the limit. Ups. Wow. Brauch ich noch einen Nashos, Alter? Weißt du, ist eigentlich mega geil auf Timo. Ja, weil je mehr Stacks drauf kommen, ne? Aber ich will erstmal meinen Realize spawnen. Erstmal Realize. Das hast du Ludens Echo schon, ja, ne? Ja. Alter, wie schnell wir jetzt pushen. Junge, sowas verstehe ich nicht. Wieso pingt Shaco Braun nicht zu pingen, dass er Assistance braucht? Weil es ist eigentlich wurschti. Denn wir pushen sowieso schneller. Man darf sich von sowas nämlich niemals abhalten. Ja, ich bin jetzt auch mal hier mit runtergegangen, um kurz hier mal anzuhelfen. Aber jetzt verzieht sich der Aatrox auch schon, guck mal. Da müsst ihr immer vorsichtig sein. Wenn ein einziger bei den Gegnern pusht, dann lasst euch von dem nicht immer nur ablenken, sondern pusht einfach gemeinsam. Ihr seid ja, wenn ihr 2-3 seid, pusht ihr ja sowieso schneller als einer alleine. Ist ja immer so. Der ist auf jeden Fall jetzt weggegangen, ne? Das ist immer so am Rande. Gefährliche Position. Oh, sehr gefährliche Position. Stundenglas! Nice. Komm schon! Wo ist der Aatrox? Yes! Shaco, oh, well done! Good job, Shaco, ich liebe dich! Hat er nice gemacht. Sehr, sehr schön. Das war ein Ich dich auch, Bro. Love is in the air! Love is in the air! Oh, ey, hol ich mir. Hole ich mir jetzt auch ein Ludens Echo? Oder was wollte ich mir holen? Ja, wieso nicht? Ludens Echo. Ja, ist mega strong, ne? Ah, ich mag das Item einfach. Es macht Spaß, weil Damage einfach immer Spaß macht. Damage macht immer Spaß, auf alle Fälle. Können wir nach dem Game kurz reden? Ist wichtig? Hello. Wenn etwas Wichtiges anliegt, apropos der Nachricht, die Shaco jetzt hier geschrieben hat, ihr könnt mir natürlich immer, wenn ihr was Wichtiges wirklich habt, bei Facebook schreiben.
bei Facebook unter PowerTV. Dort bespreche ich mit vielen Leuten viele Dinge und vor allen Dingen, wenn jemand Hilfe braucht, bin ich auf jeden Fall für euch da. Dafür steht PowerTV, dafür steht die Geilo Family und dafür steht auf jeden Fall Stay Positive. Das also. Ist so eine nette Geste. Ich finde das so harmonisch von dir. Boah, ich schreibe aber mit so vielen Leuten, ey, die wirklich... Aber es ist auch echt in Ordnung, weil ich glaube, gerade in der heutigen Gesellschaft ist es manchmal schwer klarzukommen und ich finde es gut, ey, wenn ich Leuten mit meiner Lebenserfahrung und so auch ein bisschen helfen kann, ey. Wieso nicht? Da bin ich gerne da. Holy! Nice, haben wir, oder? Ah, meine Ulti habe ich früh gezündet, aber hätte mich der TF gestunt, wäre ich wahrscheinlich tot gewesen. Ich höre dich schlecht, Julie. Was ist da los? Der TS spinnt schon wieder, oder was? Ich weiß nicht, was hier los ist. Ah, jetzt ist gut, jetzt ist gut. Ah, jetzt geht's wieder. Der nächste Tower gehört uns. Wow! Wow! Der kleine Tito Licious ist auch hier, schön mit seinem... Wir können Drake machen. Drake ist jetzt eine sehr gute Rolle, glaub mir. Okay, nice. Also, ich will mir jetzt auch... Yo, dann bin ich hier nur noch alleine. Egal, ich halte das. Ich halte es einfach so. Mit meinen Towern. Ich hab Tower, ich hab Pilze, ich hab hier eine Schakopuppe. Und? Nein! Yes! Shaco hat sogar ihn getötet. Guck mal, obwohl ich alleine war. Nice. Ja, regelt das da. Ey, voll freaky, Alter. Ich bin alleine gegen 5 und trotzdem töte ich einen und komme weg. Das ist schon sehr awesome, ja. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Überschätzt. Wobei, der macht doch... Ah, schade, Alter. Schon mal in den Top-Lane farmen. Guck mal, was da für eine riesen Wave ist. Das ist ein Shroom, potenzieller Shroom. Ein Shroom, boom. Und? So nice. Dumm. Oh, es hat nicht ganz gereicht. Nee, noch, ich hab noch nicht genug AP, aber... Ich bin ja auch noch nicht auf full AP im Bild. Ich bin ja mehr so ein bisschen, ich will so ein bisschen mehr aushalten, aber auch meine Pilze dann einfach mehr Damage machen, ne? So, jetzt alle zusammen hier die Inhibs einpushen. 2 Inhibs sind frei. Und die wollen Baron machen, also nee. Oh mein Gott. Warte mal, dein Shroom steht, an den porte ich mich gleich ran. Könntest du schon mal in die Richtung gehen und gucken, ob die... Ich glaube, die machen Baron. Ich würde einmal bitte ganz kurz weg, weil ich habe 3000 Money. Nein, Trash ist durch den Shroom gelaufen. Aber da steht noch einer am Red Buff, by the way. Ja, wenn das ein Shroom ist. Das ist ein Shroom? Ja, das ist ein Shroom im Red Buff. Ich gehe hier ran. Oh nein, sie haben schon Baron. Das war zu schnell. Ich habe gehofft, dass es länger dauert. Ja, aber der Baron wird dir nicht jetzt hier die das kann. Ah, und meine Tower, habe ich mir fast gedacht, meine Tower helfen nicht bei. So langsam sind sie auch stark. Also wir müssen jetzt alle zusammen nochmal pushen, so wie wir am Anfang die Taktik durchgezogen haben. Alle Mitte und Shaco Top Bot. Der Soldat dann einfach. Ja, die Gegner versuchen es jetzt genauso, das Ganze umzudrehen. Ja, nur wir müssen einfach ganz konsequent bleiben, ey. Ohne Spaß. Ja, das ist richtig. Wir müssen da komplett hart bleiben und einfach weiter pushen. Das ist, die können nichts machen. Die haben 2 Open Inhibs. Nein, Set Ulti die Puppe! Aber es passt trotzdem. Ey, dieses neue Item, Duskblade of Drugtar, das ist so geil auf sich. Alter, was? Ich hab meine Q nicht auf ihn gemacht, sondern auf einen Minion. Echt? Ja. Den Auto-Attack-Blocker? Oh. Oh my gosh. Aber guck mal. Sie kriegt ihn nicht und er wird jetzt umdrehen. Bam. Oh, Sammy. Nice, good job. Wow, ich bin so ein Trottel, ey. Also manchmal würde ich mich gerne selbst bestrafen. Und Wayne ist tot. Nice, man. Ja, good job, auch Tom Mecker. Der regelt. Yeah. Aber auch, nice, dass wir gegen welche aus der Community spielen irgendwie, ne?
Achso. Das ist auch irgendwie sehr nice. Ich mag's, Ed. Also ich mag das. Ja, Mann. Inzwischen ist die Community auch so riesig, dass es halt häufiger passiert. Oh. Jetzt müssen wir echt Lanes pushen. Oh mein Gott, ich hab gut gemacht. So, der Rest könnte mir jetzt gerne in die Mitte folgen. Ja, du in die Mitte? Ich komme in die Mitte, Komm, dann machen wir, regeln das jetzt hier zusammen. Genau. Ich hab kein Ignite leider, aber das ist nicht, kein Exhaust. Tristana ist auch da, das passt jetzt. Zed kommt auch, super. Und Shaco geht einfach gleich wieder Toppi, Botti. Nice. Wir brauchen einfach die Inhibs. Schön die Wege mal wieder abschneiden. Tristana! Achso, sie will zum... Okay. Oh, ne. Hä? Was will denn das? Holy! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Auto-Check-Blocker, easy. Oh nein. Okay, wo kommt er hin? Wo kommt er hin da? Und mit der falschen Karte. Nein! Stundenglas in 2 Sekunden! Aber dafür habt ihr sie alle. Komm schon, ja, ja, yeah, buddy! Haha, sie sind geaced. Das sind 2 Inhibs und eigentlich das Game. Yeah, buddy! Dagegen kann man nichts machen, ey. Wow. Und so kann man es machen: die Gegner so ein bisschen auspushen, ausrotieren. Die Gegner, ja, total verwirren und wir haben es gerade geschafft, obwohl natürlich der Aatrox, der gegen uns beide gespielt hat, einen wahnsinnig geilen Job gemacht hat. Ja, 14-5. Mega gut. Wir haben ihn aber schön Maß genommen. Ich denke, es war ein mega geiles Spiel. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Also wir beide hatten auf jeden Fall einen Riesenspaß, auch hoffentlich alle, die mitgespielt haben. Von mir war es das. Wie immer überlasse ich das Schlusswort dem Gast Gilbert, dessen Kanal ihr auf jeden Fall im Link findet. Also schaut jetzt mal in die Beschreibung. Und dort findet ihr den Link zu Toxic, der auch wunderbar tolle Videos macht, hat auch Overwatch mit uns gespielt. Und das letzte Wort geht an Toxic. Ja, ich bedanke mich für dich, für diese wunderschöne Aufnahme. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, wie Tomek auch schon gesagt hat, dann lasst uns das wissen, weil nichts ist uns wichtiger als eure Meinung. Und lasst uns einfach eine Meinung da, ob es positiv ist oder negative. Wenn es negative ist, sagt uns, warum es scheiße war, weil das hilft uns enorm. Nee, es gibt keine negative Meinung. Ja. Stay positive. Genau, aber wenn ihr was Negatives findet, dann sagt uns, was es ist, damit wir da vielleicht dran arbeiten können. Also, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut ihr rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.